So, herzlich willkommen beim Stempelpalast. Spät ist es geworden. Mein Lichtproblem kennt ihr noch. Ich nehme heute den ganzen Tag auf und möchte jetzt auch noch beginnen, ein letztes Video aufzunehmen von einer Serie, die während meines Urlaubs kommt. Und zwar nennt sich das Ganze Punch Art. Ja, was ist Punch Art? Wir haben bei Stamping Up Handstanzen. Verschiedene Handstanzen, aktuell im Katalog. Wir können noch mal in den Katalog gucken gemeinsam. Wobei es in diesem Video tatsächlich nicht um unsere aktuellen Produkte geht, sondern dieses sind unsere Handstanzen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Es geht aber aktuell nicht um die aktuellen Produkte. Ich werde auch heute mit Produkten arbeiten, die nicht alle von Stamping Up sind, denn es geht jetzt um eine ganz spezielle Technik. Diese Technik heißt Punch Art. Dazu habe ich mir für das heutige Video die Eulenstanze ausgesucht. Mit der Eulenstanze kann man normalerweise etwas bauen, was ungefähr so aussieht. Seht das hier, eine kleine Eule. Man kann aber mit der Eulenstanze noch so viel mehr machen. Und eins davon möchte ich euch heute zeigen. Das ist Teil 1 eines einwöchigen Projekts. Also heute ist Montag, der 6. August. Und bis einschließlich Samstag, dem 11., gibt es jetzt jeden Tag für euch ein Punch-Art-Video mit einem anderen kleinen Punch-Art-Projekt, welches ich euch zeigen möchte, wie man das macht. Ja, heute zeige ich euch, wie man aus dieser Eulenstanze eben nicht nur eine Eule ausstanzen kann, sondern man kann zum Beispiel auch ein Neujahrsschweinchen ausstanzen. Könnt ihr das sehen? So, ne? Das werden wir heute machen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar habe ich benutzt so einen Rest, sieht man hier auch schon, Cardstock in Kirschblüte und die leider nicht mehr erhältliche Eulenstanze. Aber es gibt noch ganz viele Mittel und Wege, wo ihr eine Eulenstanze herbekommt. Schaut mal bei eBay, sprecht mich an. Wenn ihr also gerne eine Eulenstanze haben möchtet, ich gebe einfach mein Bestes. Ja, dann versuchen wir mal hier möglichst platzsparend so eine Eule rauszuholen, weil ich den ganzen anderen Rest gar nicht brauche, sondern nur die Eule. Und eins von den beiden Kreisen oben drüber, das wird nämlich die Nase werden. So. Jetzt haben wir hier so, ich lege mal meine Beispieleule ein bisschen zur Seite. Jetzt haben wir hier eine ganze Menge Müll. Der Müll kann schon mal weg. So. Genau. Und dann hat unsere Eule ja auch noch einen Glücksklee. Da habe ich grünes Glitzerpapier für benutzt aus dem letzten Frühjahr-Sommer-Katalog. Das sind immer noch so die heiligen Reste. Und da habe ich benutzt ein Herz. Das habe ich einfach hier so aufgestanzt. Schwupp. Den Müll schmeiße ich auch gleich weg. Und dann legen wir das Glitzerpapier wieder weg. So, und dann haben wir schon fast alles. Also eigentlich braucht ihr 4 Herzen, aber ich habe mal da was vorbereitet. Ich nehme das mal eben auf eine Pinzette, damit ihr das sehen könnt. Und zwar habe ich 3 Herzen auf eine Nase, die in dem Fall jetzt weiß ausgestochen ist. Habe ich schon 3 Herzen aufgeklebt. Und wir kleben jetzt einfach unser 4. Herz dazu. Das Ganze tue ich nicht mit Tombow.
diese Projekte sind einfach viel, viel, viel zu klein, um sie mit Tombow zu kleben. Präzisionskleber wäre jetzt eine Variante, aber auch den möchte ich nicht benutzen. Ich benutze jetzt dafür einen Klebestift. Der hat vorne also eine Spitze wie ein Kugelschreiber. Und mit dem kann man wunderbar hier, jetzt muss ich mal nicht so brüllen, weil ich direkt über dem Mikro hänge, die Spitze einpinseln und die wird so, das wird so bläulich, sieht man, glaube ich. Und wenn das trocken ist, ist das wieder durchsichtig. Also das ist super praktisch. Und dann kann man einfach hier die Mitte jetzt auf dieses kleine Auge kleben. So, und schon ist das blättrige Klebeblatt fertig. Das habe ich vorgearbeitet, weil das einfach ein bisschen Fummelarbeit ist, aber ich denke, ihr könnt euch das vorstellen und kriegt das auch nachgewerkelt. So, jetzt habe ich Stempelfarbe genommen, Sahara Sand und ein Fingerschwämmchen und habe meine Eule, also mein halbes Schwein, so ein bisschen dreckig gemacht. So am Rand einmal so ein bisschen mit dem Fingerschwämmchen drumherum. Damit sie einfach ein bisschen dreckig wird. Ja, die Eule, ne? Nein, das Schwein. Damit es dreckig wird. Auch die Füße so ein bisschen. Und dann können wir den eigentlich auch hinlegen und hier noch so ein bisschen allgemein Dreck verteilen. So, das sieht, glaube ich, auch ganz gut aus. So, und jetzt ist es, glaube ich, überhaupt kein Hexenwerk mehr. Jetzt nehmen wir unseren Write-Marker, malen dem Schweinchen zwei Augen und hier unten schon mal so einen Mund. Ach so, da auf die Nase kommen noch zwei Nasenlöcher. Und dann habe ich mit Mini-Dimensionals das Nasenloch ins Gesicht geklebt. So, das schmeißen wir mal zur Seite. Ach, ist das schön, wie man hier immer so glitzert, sobald man mit dem Glitzerzeug gearbeitet hat. So, genau. Dann. Und jetzt nehme ich dann doch Tombow, weil jetzt werden die Flächen langsam größer. Klebe ich mit Tombow. Das Kleeblatt auf. Und klebe jetzt. Ja, hier habe ich es falsch gestempelt. Es ist halt doch schon spät, ne? Ich hätte jetzt also das frohe neue Jahr auf die andere Seite stempeln müssen. Ich habe mir eine kleine Holzklammer gekauft im Bastelladen meines Vertrauens. Und klebe jetzt einfach, weil sie da genau drauf passt, die Eule, das Schwein, hier so mit drauf. Man hätte jetzt natürlich auch das Ding hier rübersetzen können. Nee, klebt schon. Hätte man also, ne? So. Genau. Und dann kann man hier den Spruch wieder dran tackern. Und das könnte nette Silvesterdeko sein, vielleicht am Glas oder an der Serviette oder wo auch immer ihr das vielleicht dekorieren wollt. So, das ist das erste Projekt von den 6 Tagen Punch Art, die wir jetzt vor uns haben. Ne, einen haben wir jetzt hinter uns, ne? Ich gucke noch mal eben auf meinen Spickzettel, dann erzähle ich euch mal eben die anderen Projekte.
das hier hoch. Jetzt kommt hier natürlich alles entgegen. Das ist ja auch schön. So, wir haben das Schwein haben wir heute gemacht. Dann gibt es noch einen Hasen. Wir machen einen Drachen. Das ist eigentlich aber tatsächlich auch schon eine ganze Karte. Das ist nicht nur so ein kleines Ding. Wir bauen Tannenzapfen, einen Frosch, wobei der steht hier noch mit Fragezeichen. Da muss ich noch mal gucken, weil der sehr ähnlich ist wie das Schwein. Vielleicht finde ich noch ein schönes Projekt, was ein bisschen anders ist. Ich meine, das jetzt hier in grün und dann einfach die Füße ab und dann hier so Schenkel dran, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, glaube ich. Ich würde gerne da noch für euch ein anderes Projekt dann suchen, aber wenn ich nichts anderes Schönes finde, dann wird es der Frosch. Genau, wir machen noch eine Blume, ja, und das Schwein hatten wir schon. Genau, also Hase, Drachen, Tannenzapfen, Blume und vielleicht der Frosch erwarten euch diese Woche noch. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ein bisschen Punch Art zu gucken. Es ist eine Möglichkeit bei Stamping Up, naja, nicht nur bei Stamping Up, sondern einfach, wenn man gerne kreativ ist und bastelt, was Witziges Neues zu gestalten und kreativ zu werden, mit den vorhandenen Möglichkeiten einfach was Neues zu erschaffen. Ich möchte euch in dieser Woche ein bisschen Ideen geben, wie das funktionieren kann und hoffe, ihr freut euch drauf. Also erstmal für heute noch einen tollen Tag und bis morgen. Tschüss.